So, Männer. Ich glaube, ihr wisst, was zu tun ist, oder? Ja, dann ran an die Arbeit, ne? Ey, gar keinen Bock, Alter. Boah, das wird eine Menge Arbeit, ja, ich sag's dir. Ich wollte nur zocken und jetzt bin ich in der Werkstatt. Ey Jungs, kommt mal her! Ich hab einen heftigen Plan, Jungs, kommt mal her. So, seid ihr bereit? Jungs, ich hab ein bisschen analysiert, wir haben hier 5 Autos stehen. Okay. Ein Opel, 2 VW, ein BMW und ein Renault. Ja. Okay, die Autos müssen gemacht werden. Guck mal, ich sag euch vorab, heute müssen alle Autos fertig sein, ohne Wenn und Aber. Ja. Ob die Autos fertig werden oder nicht, ich weiß nicht, ich nehm den BMW aber. Ja, nimmst du direkt den BMW, Alter. Der mit dem Baby? Ich nehm dann Baby. Okay, dann. Du nimmst den. Ah, dann nimm ich den Opel. Adam! Immer diese Muratiao. Was machen hier? Reifen. Brust. Oho. Ich. Nehmen. Dran machen, okay. Lal! Okay, ich glaube mit dieser. Wie geht dieser Lal? Was ich gefunden habe. Junge, was? Murat, du musst diese gucken. Gucken diese bitte. Warum redest du so komisch? Wie rede ich? Ich rede wie? Guck jetzt, guck mal jetzt. Lass mich arbeiten, Ahmed. Ahmed, hä? Du guckst nicht an. Nein, hier. Ah! Was machst du? Ja, ich hab dir gesagt, guckst du. Junge, ich bin am Arbeiten, lass mich. Geh mal weg damit. Mach deine Arbeit, Scheiße. Esel, Alter. Was? Bitte. Was hat das Auto, ja? Knöpfe drücken, alles drücken. Musik geht an. Guck mal, Musik funktioniert sogar auch. Motorproblem. Motor, genau. Motor. Der Motor. Warte mal. Das ist doch nie im Leben der Motor. Das muss Batterie sein oder so. Der Motor. Hinten. Muss safe. Ich bin so schlau. Natürlich ist der Motor hinten. Junge, denk mal nach. So. Stark. Wo ist der Motor? Ey, Abi! Motor, Alter. Ulan, Murat. Ey, Abi! Was willst du? Was machst du? Hast du Zeit? Ich gucke den Motor an, siehst du nicht? Wie redest du? Wie rede ich? Ich arbeite hier. Was willst du von mir jetzt? Hat mich ein bisschen an jemanden erinnert. Egal. Wo ist der Motor? Motor? Vom Auto, ja, von einem Motor Auto. Motor im... was machst du da? Fast in mein Auge? Ja, tamam, la, ich kontrolliere das hier. Tamam, was ist dein Problem? Motor, wo ist der Motor? Motor hier vorne. Ja, was machst du da? Willst du mich umbringen? Hombre. Ja, gib mal diese. Lass diesen das da liegen, ja? Jetzt komm und zeig mir bitte den Motor. Lass, das hat scheiße wehgetan, ja? Was? Sag mal jetzt, wo der Motor ist. Das ist doch die Batterie. Ist das dein Ernst? Ja! Nein! Was ist das, Lal? Was ist das? Batterie? Der sagt Batterie, ja. Olum, hier. Öl, Getriebe, Schlauch, Pumpe, alles hier. Das ist Motor, Lal? Ich hab gedacht, wegen Heckantrieb, Motors in Heck oder so. Allah, bei jedem Auto Motor vorne. Murat, kommst du hier? Ja! Sag dieser Arschloch, wo Motor ist. Junge, bist du behindert? Bist du geistig behindert? Motor ist doch hier!
Motor, in jedem Auto Motor ist vorne. In jedem Auto Motor immer vorne. Okay. Vielleicht bei Ferrari und Bugatti hinten, aber. Ja, die Arbeit. Okay. Wo ist Motor von jedem Auto? Vorne, okay, vorne. Ich vorne. Mache jetzt meine Arbeit, du machst deine Arbeit. Tamam. Okay. Ich lass aber mich bei Lamborghini ist wirklich hinten. Ja, ja. Ich krieg dafür die Lamborghini. Das ist die Batterie, ich bin mir zu 1000% sicher. Fertig. Motor vorne, Motor, das ist, ich bin behindert. Okay, bei einem Auto, Motor immer vorne, Motor immer vorne. Ach du Scheiße. Ey, wo ist der Motor? Ey, wenn ich jetzt meinem Bruder jetzt sage, der wird mich auseinandernehmen. Ey, Scheiße. Warte. Murat. Junge, was machst du da? Junge, steh mal. Steh mal auf. Ja. Ey, ich hab ein ganz, ganz dickes Problem. Bei dem Grauen ist der Motor nicht vorne. Wie? Junge, wenn ich das jetzt unserem Bruder erzähle, der wird mir das nicht glauben. Der wird mich... Wieder ist kein Motor. Komm, ich zeig dir das einfach. Ja, ich bin richtig. Jetzt guck dir das an. Alper, wo ist der Motor? Keine Ahnung. Du meintest gerade was mit Lambo und Ferrari hat einen Motor hinten. Ist das ein Lambo? Sag, du siehst doch, das ist ein VW. Was für Ferrari? Wo ist der Motor? Bruder, ich weiß nicht. Wir dürfen Ahmed aber nichts davon sagen. Warum? Ich sag dir das. Junge, bitte, Bena, bleib mal hier. Warum? Der Kunde kommt gleich, der Kunde. Ach du Scheiße. Ey, wir sind am Arsch. Egal. Wir kriegen das schon hin. Ja. Hey Jungs, was geht? Ja, oh, wo bist du seit 2 Wochen? Ja, ich rufe dich an und wir sind nicht rein. Du dein hast mich nicht angerufen, ja? Ich habe ihn gerufen. Dein Auto fertig. Ich warte seit 2 Wochen auf dich. Wo bist du? Nein. Das Auto ist nicht fertig. Warum nicht fertig? Da muss noch was gemacht werden, das Auto ist nicht fertig. Komm. Du hast gesagt, es ist fertig. Komm in 2 Wochen wieder. Auto wie 2 Wochen? Ja, Auto. Du hast gesagt, fertig. Auto ist nicht fertig. Komm in 2 Wochen. Nicht 2 Wochen, ey! Ja, Auto fertig? Ich habe ihn doch gesehen, oder? Warum nicht fertig, dieser? Warum sagst du, das Auto ist fertig? Warum sagst du das? Komm, ich zeig dir jetzt das Auto. Was zeig ich mir? Hey! Ja. Hör auf damit! Was wollen die mir zeigen? Hier, wo ist der Motor? Anna! Wo ist der Motor? Ich weiß nicht. Wo ist der Motor? Ich weiß nicht. Murat! Komm hier! Ja. Wo ist der Motor? Ich weiß nicht. Ich weiß von nichts. Du weißt nichts. Er weiß nichts. Ich weiß nichts. Was sollen wir dem Kunden sagen? Was sagen wir dem Chef? Keine Ahnung. Egal, das... Klären wir schon irgendwie, komm! Autoschrottplatz, Verkauf. Wir bringen Schrottplatz. Halt die Fresse! Lass uns andere Autos angucken. Andere Autos? Egal. Guck mal, der ist jetzt fertig. Ja. Den BMW habe ich auch fertig gemacht. Den habe ich fertig gemacht. Der ist komplett fertig. Der ist am Arsch. Was mit dem? Fehlt nur noch der. Wie machen wir das? Wir kriegen das schon irgendwie hin, oder? Komm wieder überhaupt dran. Ach du Scheiße. Aha. Der, was? Was ist das? Weißt du was? Lass Feierabend machen, ne? Scheiß drauf. Das Auto machen wir nicht. Ich. Was machst du da? Junge, ist egal, scheiß drauf. Lass Feierabend machen. Und Jungs, wie war euer erster Tag in der Werkstatt? Ja, war sehr gut. Aber wir müssen jetzt weg. Ciao. Was war das jetzt? Ich wurde abgezogen. Meine 500 Euro.